Voting-Spiel auf Instagram, bei dem fast 900 Leute ihre Stimme abgegeben haben. Wenn ihr Bock auf weitere Voting-Spiele habt, dann folgt elbkick.tv auf Instagram. Der erste Spieltag in der U19 Oberliga und schon ein kleiner Wegweiser, wohin die Reise hingehen soll. Der Walldörfer SV ist letztes Jahr aufgestiegen aus der Landesliga mit 7 Punkten Vorsprung und nur einer Niederlage. Concordia erreichte einen starken 4. Platz im vergangenen Jahr in der Oberliga, Hamburgs höchster Spielklasse. Concordia ohnehin der Favorit, da der Jahrgang schon älter ist und länger zusammenspielt. Es geht von links nach rechts. Walldorf in den weißen Trikots stößt an. Und die Hausherren machen direkt Druck, vor allem über die schnellen Außenspieler. Flachpass in die Mitte und da hinten kommt Leandro dos Santos angerauscht. Was für ein Auftakt in der zweiten Minute. Doch Keeper Luis Mattes Demel kann mit einer Glanztat die frühe Führung verhindern. Und die Gastgeber ziehen jetzt die Daumenschrauben an. Der Ball kommt zu Amadou Balde. Mann, ist der schnell, tankt sich durch gegen zwei, versucht ihn am Torwart vorbeizuspitzeln und auf einmal ist der Ball im Tor. 1:0 für Concordia, die verdiente Führung. Balde feiert sich mit dem CR7-Jubel, doch es ist ein Slapstick-Eigentor von Santiago Rodriguez Manri. Hier in der Wiederholung noch einmal ganz deutlich zu sehen, der Ball prallt vom Torwart gegen das Schienbein von Rodriguez Manri. Ganz unglückliche Situation. Und die Jungs aus dem Stadtteil Marienthal versuchen direkt nachzulegen. Gute Freistoßposition, 20 Meter vor dem Tor. Samuel Torres Dos läuft an und testet das Gebälk mit einem Knuckleball. Was für eine Flugkurve. Wir schreiben die 35. Minute. Einwurf auf der rechten Seite. Jakub Wisniewski setzt sich gut durch gegen zwei. Und da kommt der Ball zu Samuel Torres Dos und der lässt einfach mal einen ab. Was für ein Strahl mit seinem schwächeren Linken. Keine Chance für den Torwart Torres Dos, knallt den hier eiskalt in den Winkel. Wechselte letzte Saison von BU und hat sich mittlerweile richtig gut eingefunden. Doch Concordia hat noch Bock auf mehr. Andy Appia bekommt den Ball auf der linken Seite, zieht in die Mitte, bedient Torres Dos mustergültig. Der lässt den Torwart alt aussehen, da kommt Amadou Balde in der Mitte und muss nur noch einschieben. Jetzt hat er auch sein Tor. Klasse Spielzug, bei dem die Abwehr der Walldörfer nicht gerade gut aussieht. Balde letzte Saison von Vorwärts Wacker gewechselt, stellt die Vorzeichen vorzeitig auf Sieg. Rein geht es in die zweite Hälfte, doch anstatt die Führung zu verteidigen, drehen die Jungs von Concordia jetzt richtig auf. Torres Dos bekommt den Ball am Mittelkreis und zündet den Turbo, lässt die Gegner wie Fahnenstangen stehen, verwandelt trocken in die untere Ecke. Das ist bockstark, der Brasilianer zeigt hier, wie Yoga Bonito, wie das schöne Spiel gespielt wird. Doch die Jungs von Concordia haben ihren Torehunger noch nicht gestillt. Das ist Balde an der Grundlinie. Harmlose Flanke in die Mitte. Und dann ist die Hand am Ball klarer. Elfmeter, Julian Bracker schießt sich das Ding selbst gegen die Hand. Das passt mustergültig zur Tagesleistung der Walddörfer. Nun Miri gegen Demel. Der lässt ihm keine Chance. Sichere Elfmeter zum deutlichen 5:0. Der Walldörfer SV muss aufpassen, dass es kein Debakel hier wird. Doch einer denkt gar nicht daran, hier aufzuhören. Kopie des Freistoßes aus der ersten Hälfte. Torres Dos läuft an und knallt das Ding in den Winkel. Da macht's Boom. Kategorie Tor des Monats. Jetzt wird's aber deutlich. Und einen haben wir noch, Ecke von der linken Seite und da kommt David Schmidtgern gerauscht und nickt ein zum 7:0, sträflich freigelassen und da lässt sich der 1,90-Mann nicht zweimal bitten. Die Walldörfer kurz vor Schluss bekommen dann auch nochmal eine Chance, versuchen den Ehrentreffer zu erzielen. Paul Lasse Böhme bekommt den Ball 25 Meter vor dem Tor und zieht ab, doch viel zu harmlos, aber wenigstens ein Versuch der Gäste. Zeigt eine gute Moral, waren im Endeffekt aber klar unterlegen.
Und das war's dann auch. Concordia fährt den Sieg ein, deutlich, aber verdient schicken sie die Marienthaler, die Gäste, mit 7:0 nach Hause. Mit so einer offensiv wie defensiven starken Leistung darf sich Concordia ernsthafte Gedanken machen, ganz vorne mitzuspielen. Die Walldörfer hingegen müssen Ursachenforschung betreiben. Der Trainer der Heimmannschaft war bei uns nochmal nach dem Spiel am Mikrofon. Also ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, weil wir am ersten Spieltag jetzt heute gewesen sind. Wir haben sicherlich so 70-80% erreicht, aber wir sind noch nicht bei 100% angelangt. Dazu brauchen wir noch 2-3 Wochen. Wir haben ja zur Halbzeit 3-0 geführt, Endergebnis 7-0. Ich bin als Trainer, kann man nach dem 7-0 ja nicht unzufrieden sein. Also das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, mit der ich auch zufrieden bin. Das war's von unserem Votingspiel für Concordia. Geht es nächste Woche gegen den TSV Sasel. Eine harte, aber machbare Aufgabe, vor allem nach dieser Woche. Die Walldörfer treffen auf den FC Elmshorn, der sein erstes Spiel 1:5 verloren hat. Hier gilt es, die ersten drei Zähler einzufahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.